Ah. Oh Gott, mein Hals ist echt von dem ganzen Lachen jetzt ziemlich am Arsch. Es kratzt ständig. Es tut mir leid. Dein Hals ist am Arsch, ja, super. Bitte was? Es wird schon wieder Nacht. Schön, wenn du Nachrichten so von Freunden bekommst. Gerade das neue Video geguckt, er geht doch mit Philipp jetzt daily. Warum diese enorme Investition? Was? Was? Hä? Wir haben über Kameras geredet. Was Sinn macht. Investition? Ja. Aber wer ist jetzt Philipp? Welches Video? Und warum? Ich verstehe sowieso kein Wort. Ich auch nicht. Das sind Nachrichten, die man kriegt. Bei einem Chefredakteur. Was sind Tiere, du? Gaming-Redakteure, du, die schniefen. Da willst du auch nicht mit ihr. So, ist es dunkel? Soll ich wieder Tag machen einfach? Weil ich will jetzt nicht zurücklaufen. Ich will das fertig machen. Ja. Ja, Ah, bitte. ausnahmsweise Brüche nochmal. jetzt Tag. So. Pandora, was sagst du zu It's unserem raining. wunderschönen männlichen Tempel, der irgendwie sehr Männlich, ja. pink und gold ist? Ist alles pink. Ja, Person unsere 100 ganze zum Welt Heilen. ist pink. Ich weiß nicht warum. In Staffel 1 war unsere ganze Welt lila und jetzt ist sie pink. Du regst dich darüber auf, willst aber eine Eukalyptus-Regenbogentür. Ja, Entschuldigung, das muss ja passen. Du als Line Wittler müsstest das ja wissen. Es muss alles Ja, aufeinander abgestimmt sein. deswegen spreche ich es ja an. Warum? Warum nicht? Ich mag das. Ja. Wächst gleich noch eine Vagina. Du würdest dich freuen. Was neu, ein neues Spielzeug ist immer schön, ja. Obenrum wäre auch schön. Ein Airbag? Das wäre. Habe ich noch Holz? Vor der Hütte hoffentlich. Also ja, Anna nach mag dem den Stil, den du Tempel. hier an den Tag legst. Nimm dir ein Beispiel an Ja. ihr. Ich soll mal ein Beispiel an Anna nehmen. Habe ich da gerade einen Fehler gemacht? Oh Ja, der nein. Tempel ist auch schön. Bloß unsere Tendenz zu Pink in einer Was männlichen meinst du? Welt, die von Männern regiert wird, die Fleisch essen, doch ein bisschen komisch. Ja, stimmt schon. Aber es läuft immer auf das hinaus. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, der wird dann, wenn er fertig ist, auch einigermaßen gut ausschauen. Dass das nicht alles umsonst war. Als Antwort kriegt man jetzt, ich so, wer? Fragezeichen. Antwort, Dener. So, ach so, ich schau den nicht. Und der heißt Philipp? Der heißt Was ist jetzt Philipp, mit habe ich dem nicht Dener? Ich mag gewusst. den nicht mal. Muss ich auch nicht, hat er es gerade geschrieben. Also jedenfalls. Irgendeiner hat investiert. Also Dener hat irgendwas investiert. Was interessiert mich das? Nur weil er was investiert, Ich muss man schau das ja nicht die. auch machen. Schau diese Idioten nicht. Ich habe ein Haar im Mund. Aua, und ich bin runtergefallen. Hast du schon mal geknabbert? Ja, du musst unbedingt einmal was gegen die Haare tun. Das nimmt überhand. Ja, wegen den Läusen, ne? Ja. Da schon so ein langer Dschungel. Da müssen wir doch Machete durch den Tarzan. Ich hätte irgendwo in den Tiefen meiner Sackfalten schwingt Tarzan hin und her. Oh ja. Entschuldigung. Mein Gehirn ist manchmal sehr merkwürdig. Das Im kennt man Gehirn ja meine so. ich diese. Meine ich diese kleine Erdnuss auf dem Stab. Ist ja nicht einmal eine Erdnuss, ist nur ein Erdnussflip. Ich mag Flips. Ich auch, die sind voll gut. Wie Flip-Flops? Das eine ist zum Essen, das andere zum Tragen. Man darf das bloß nicht vertauschen. Das waren keine Flops. Oh. Nee.
Tipp-Fop. Tippen ist auch gut. Tipp mal eine Runde. Was mache ich jetzt mit der Axt? Haben wir noch Themen zu besprechen? Hat jemand im Chat von euch ein Thema, über das wir reden sollen? Und jetzt kommst du mit Sommertrends 2017, dann, oh Gott, dann geh ich. Dann bin ich auch weg. Eukalyptus Regenbogenkleid. Ein Kleid aus Holz ist auch sehr schön. Gibt's bestimmt. Irgendein Designer hat sowas sicher gemacht. Ja. Lady Gaga wird es tragen. Die wird alles tragen. Fleisch tragen. Solange Polen offen ist. Das schauen wir mal noch, wie lange. Mir fehlt Holz. Ich schaue es mir mal von unten an. Okay, Update zu der Konversation, die ich gerade geführt habe. Nein, Philipp ist jetzt ein Cutter, der für Dena arbeitet, und der Grund der Konversation, die jetzt gestartet wurde, die verwirrend war, ist der, dass er aus Bielefeld kommt. Was hat Bielefeld mit einer Investition an Kamera zu tun? Nein, es ging nicht um Kameras, es ging darum, dass bei Dena jetzt einer arbeitet, der Philipp heißt und aus Bielefeld kommt. Und was ist da? Philipp Dorset, auch YouTuber. Patrick wohnt in Bielefeld. Weiß ich nicht so genau. Und der ist auch ein YouTuber. Noch nie gehört. Nein. Da gucke ich jetzt mal. Reden wir über Hengste. Ja, einen geilen Hengst habe ich ja schon auf der anderen Leitung. Also am anderen Ende der Leitung. Ja, ich stehe auf der Leitung wahrscheinlich. Nicht nur auf der Internetleitung. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist los? Philipp Dorset, so dein Profilbild ist er oben ohne. Das ist so ein Mucki-Typ, der Stereoide frisst wie noch und nöcher. Gut, aber wenn ich mir jetzt so die Thumbnails und Videobeschreibung angucke, gar nicht mehr so schlecht. Also macht Reviews, ist ein Fotograf und Sportler. Okay. Nicht schlecht. Also ist jetzt nicht. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und der arbeitet. Ja, mal ein YouTuber, der nicht unbedingt Minecraft spielt. Man sollte sich nicht darüber aufregen, wenn man gerade Minecraft spielt. Nee, aber Motivationsvideo. Ja, aber was ist jetzt daran? Ich weiß nicht, was er jetzt damit will. Jetzt hängt er nur Kameras an. Aber die Wettkamera ist schon pornös. Krasse Investition auf jeden Fall. Hat er die jetzt gekauft oder nicht? Die kostet okay. Ja 50.000 und jedes Zubehör muss man extra kaufen. Wie Akkus und so, das ist ja nicht alles dabei. Das muss man extra. Akkus ist leider. Ich bin leider nicht dabei. Muss man kaufen. Ich bin teuer. Fangen wir an. Chat voll auf. Gerade das neue Video geguckt. Er geht doch mit Philipp jetzt daily. Darum ist die enorme Investition. Aber krass, ey. Ich frage, wer? Antwort: Dena. Ich so, achso, ich schau den nicht. Der ist Philipp? Fragezeichen. Antwort: Nee, sein Partner. Da ist jetzt ein Bielefelder im Team, der filmt und cuttet. Philipp Dorst, auch YouTuber. Achso, okay. Daumen hoch. Nächste Nachricht. Aber die Webkamera ist schon pornös. Krasse Investition auf jeden Fall. Ich komm nicht mit. Was heißt das? Ich komm auch nicht mit. Aber ich würd sowieso keine Red-Kamera kaufen. Hat der gekauft. Bei den Stack-Tipps, das Unboxing war genial. Ich schau jedes Video von dem, also ich kenne das ja. $200 für ein Kabel. Das war wieder so eine Holy Shit-Episode. Oh ja. Hast du gesehen, das, wo sie einen ganzen PC mit Acrylfarbe angesprüht haben und geschaut hat, ob er noch funktioniert? Nee, das habe ich nicht gesehen. die neue Staffel Scrapyard Wars ja, war ja draußen. Ja, die war auch mega. Die war wirklich gut. Oh, meine Ohren, ey, dieser Ton ist so laut hier. Aber manchmal. Er kann nicht verlieren. Er kann einfach nicht verlieren. Ich frage gerade, was jetzt hat er dir gekauft? Antwort: Alter, liest du eigentlich, was ich schreibe? Ja, und es macht wenig Sinn, wenn wir über Kameras reden und du mir dann sagst, dass da irgendeiner bei Döner arbeitet.
aber dass die Red-Kamera geil ist. Verwirrend. Lee, du liebst Einhörner. Habe ich das richtig gesehen? Pinguine. Pinguine. Melly mag Einhörner. Du hast Einhörner. Verwinden. Scheiß Autokorrektur. Ich hasse keine Einhörner. Ich. Ja. Nett. Pinguine sind besser. Sind cooler. Und Kühe sind am besten. So. Ah, ja, gebraten mit ein bisschen Salz. So auf dem Burger. Ja, finde ich nämlich auch. Reich an Protein. Sind Lebensretter. Lieblings-Minecraft-Mods. Hast du sowas, Lee? Ich, ne. Ich habe eigentlich nie mit Mods gespielt. Nur doch, in Life in the Woods. Life in the Woods. Ja, Life in the Woods ist ja ein riesen Mod-Paket mit 55 Mods oder so um den Daumen. Drückung des Postiger. Ich habe kein. Dena hat eine Red. Als Vlogcam. Wie soll man denn mit einer Red-Kamera Vlogs machen? Das geht ja nicht. Das ist ja viel zu groß. Er schreibt gerade, Dena hat eine Red als Vlogkamera. Das weiß ich doch nicht. Die das halte ich ehrlich Hempel gesagt für ein Gerücht. In die. Ich glaube, da habe ich einen Marmor schon ausgeschlachtet. Ich kann ihn mal kurz schauen. Was war jetzt mit dem Philipp? Wissen. Aber was hat das mit dem Philipp zu tun? Hab ich noch nicht verstanden. Habe ich um 20.50 Uhr geschrieben? Soll ich jetzt noch wissen? 20.50 Uhr. Gehe ich mal gucken. Den hat ein Red als Vlogcam. Oh, das habe ich überlesen. Hab ich überlesen. Jetzt macht es ein bisschen Sinn. Ne, eigentlich nicht. Wie kann man mit dem dicken Elefantenpenis den Vlogs machen? Fragezeichen. Smiley. Vielleicht ich mag es nicht machen, was Smiley ist dazu. Ich denke, dass es irgendwie gemein ist. Was machst du denn? Steckst du dir schon wieder etwas da ein, wo die Sonne nicht scheint? Sie hört mir das Soundboard gerade nicht. Verdammt. Ach so. Der Mr. Dena hat einen, der ihn filmt für seine Vlogs. Der filmt seine Vlogs nicht mal selber. Der hat jetzt einen, der die filmt und schneidet. Ach, natürlich. Nur nicht die Finger schmutzig machen. Weil man beim Videos schneiden eh so schmutzige Finger kriegt. Ja. Na, so ein Müll. Facepalm. Ich meine, ich versteh's, wenn man sehr viele Videos macht und die auch sehr aufwendig Bronk sind. Ja, hat ja auch ein Team. Kleines Tech-Tipps. Aber ich meine, als. Der kann's nicht selber schneiden. Vlogs. Das ist einfach schon so viel. Vlogs ist ja. Ja, bei Konkurrenz. Seine riesen Vlogs ist was Persönliches. Wo, ja, aber er schneidet's immer noch selber. Nur Vlogs halt nicht. Aber die macht er einmal im Jahr. Ja, aber vergiss mal das Schneiden. Ich meine, vom Film her. Du hast einen Kameramann. Vlogs ist doch was Persönliches. Ja. Das ist der Charme ja auch, dass man die Kamera in der Hand hat und dass es halt mitwackelt. Und ja. Das gehört dazu. Sonst ist es kein Vlog mehr. Sonst ist es eine Reportage. Keine Ahnung. Ja. Habe ich da noch Marmor? Vor allem mit so einer 60.000 Red. Je nachdem, was man für ein Modell hat. Dann mit so einer Red-Kamera. Das macht so wenig Sinn. Weißt du, es gibt für 8.000 Euro, ist auch viel, von Sony eine Kamera, die kann auch 8K filmen. Und die ist so klein wie eine Digitalkamera. Also. 8K ist ehrlich gesagt eh noch nicht wirklich nötig. 4K, ja okay, aber 8K, es gibt generell erst einen 8K-Monitor am Markt, soweit ich weiß. Ja. Und der kostet wie viel? 4.000 Euro? Ja, nein. Nicht wegen 8K-Videos, sondern 4K-Videos, du kannst aber ranzoomen, digital. Das ist wahr. In der Bearbeitung. Ohne Pixelverlust zu haben. Du kannst halt auf 4K sozusagen ranzoomen. Weil du ja halt mehr Pixel hast. Ah, das ist eine Qualität von Vlog. Da kommt in diesem Leben keiner mehr ran. Lee, sind Würste als richtig. Spielzeug geeignet? Sagt ein Fotografexperte. Finde ich nicht.
Das hat was von einer TV-Sendung und ist kein Vlog mehr. Casey Neistat macht einen Vlog. Das was den. Mann, ich schreib den mal falsch. Macht ist dann einfach eine Sendung. Lee, findest du, dass Würste Spielzeuge sind? Fragt eine Frau aus dem Chat. Definiere Würste. Welche? Bratwürste und so. Aber grundsätzlich von der Form her ist da ja nicht viel um. Oh oh, ein Creeper. Okay, ich glaube, ich bin entkommen. Ich werde das Wasser weiter nach oben. Hast du die Kübel noch? Ja. Könnte ich die dann vielleicht haben? Ja, Mann. Oder du holst noch einmal Wasser. Na jo, Mann. Bist du eh in Sicherheit, weil es ist Nacht? Ich bin auf dem Turm, ja. Okay, gut. Und das ist wieder Schisselmarmor. Schüssel, Monisel. brauchst du das Wasser jetzt? Wow, dann warte mal. Ja, aber es ist dunkel, da will ich jetzt gerade nicht loswatscheln. Dunkel? Sehe ich nicht. Ach nee, ich habe gerade. Sorry, ich habe gerade. Ich glaube, du hast gerade einen Server-Lag gehabt wieder. Ja, das war ein Delay. Obwohl, ich brauch's ja nicht schönreden. Bei mir sieht da eh keiner zu. Ah, wieso kann ich da nichts setzen? Ich hasse Creeper! Diese scheiß Drecksmist-Creeper! Ich glaube, die Ecken mache ich wieder anders. Habe ich noch normalen Marmor? Nein. Ah, mir fehlt Jetzt ist Marmor. Hier noch ein Creeper an der Wasserquelle. Und ich falle die Wasserquelle noch rein. Solange der Creeper im Wasser ist, ist es kein Problem. Kübel gleich Eimer, ja. Genau. Bei uns sagt man halt. Kübeln kann man auch sagen, wenn man auf dem Tor, falls zu viel Bier gesoffen hat. Da kübel ich. Bei uns sagt kein Mensch Eimer. Niemand. Falsch, der Deferung. Hallo. Oh, sieht das geil aus. Mit dem Sonnenstrahlen. Ja. Kübel 1, Kübel 2. Okay. Achso, dann brauche ich wieder einen normalen Marmor. Und mir fehlt natürlich genau ein Marmorblock. Wie soll es auch anders sein? Naja, Marmor und mal weniger. Entschuldigung. Ich fand das. Komm, der ist wirklich genial. Mal mehr, mal weniger. Ich werde mich heute in den Schlaf weinen. Ich würde lachen, ich muss auch nicht Eukalyptus Regenbogentür denken. Wir wünschen, ich hätte die im Schlafzimmer. Das würde so viele Dinge einfacher machen. Suizid zum Beispiel. Was? Ich weiß es auch nicht. Bis nach 23 Uhr, da bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Out of order. Jetzt kriege ich eine Wiki. Er schickt mir eine Wikipedia-Bezeichnung, was Vlog bedeutet. Ja, ich meine, was im Volksmund, was man als Vlog versteht auf YouTube. Gibt es einen Kronleuchter? Männlicher kann sie ja nicht mehr werden. Was für ein Kronleuchter rein? Ich glaube es auch. Kann ich das auf Deutsch umstellen? Dann ist es vielleicht einfacher. Ein wunderschöner Luster.